Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich möchte euch mal wieder ein Musterbeispiel zeigen, wie unsere Presse böswillig arbeitet. Schauen wir mal rein. Ihr wisst ja, dass Kra als auch Bistron und Höcke stark unter Beschuss sind im Augenblick. Und im Augenblick gibt es bisher gegen Bistron Anschuldigungen. Bisher kein einziger Beweis, soweit ich das weiß. Irgendwelche diffusen Dinge, die angeblich irgendein Geheimnis gesagt haben könnte, sollte, wollte, wie auch immer. Und jetzt hat man eine Hausdurchsuchung gemacht. Allein das ist schon eine Frechheit, aber Hausdurchsuchung hat er eh schon mal gehabt. Hausdurchsuchungen sind heutzutage an diesem Staat ja Standardeinschüchterung gegen regimekritische Leute. Ob nun Bistron wirklich Dreck am Stecken hat, kann ich nicht beurteilen, ja. Aber ich kann das auch trennen davon, wie ich eine Pressearbeit beurteile. Und das möchte ich euch hier mal zeigen. Ermittler finden wohl Unterlagen zu Gold bei AfD-Politiker Bistron, auch Kontodaten entdeckt. Oh, diese Schlagzeile soll ja schon irgendwie scheinbar so ominös Schuld verteilen. Oh, der hat Gold. Das muss er geschenkt bekommen haben, weil er bestechlich ist oder so. So, das ist ja so ein bisschen die Schlagzeile. Was soll das sonst, ja? Ermittler finden Unterlagen zu Gold. Oh mein Gott, als hätten sie geheime Waffen gefunden. Dabei ist es komplett albern, weil jeder kann Gold kaufen und besitzen. Das ist auch nicht böse und nicht schlimm. Ja? Also allein das finde ich schon wieder erstaunlich hier. Gehen wir mal rein. Verdächtigung gegen AfD-Politiker Bistron gibt es seit einiger Zeit. Aber wie gesagt, keine Beweise füge ich an. Ende der Vorwoche finden Durchsuchungen bei ihm statt. Die Ermittler finden dabei eine Bericht zufolge Informationen zu Goldbarren und zu Konten des Bundestagsabgeordneten. Ja, welche Überraschung, wenn sie ein Haus durchsuchen. Ich meine, da will auch Kontodaten da sein, ne? Der könne alles erklären, beteuert er. Ich möchte dazu nochmal betonen, Peter Bistron, ja, hat einen Migrationshintergrund. Das heißt, ausländische Konten bei ihm zu finden, ist es auch nicht so ungewöhnlich, ne? Nur mal so anbei jetzt. In einem Berliner Wohnhaus des AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Bistron hat die Polizei nach Informationen der Welt Seriennummern mehrerer Goldbarren, Bargeld in Umschlägen sowie Kontoauszüge aus Tschechien und Liechtenstein gefunden. Oh nein! Das wird so hier wie so ein kleiner Skandal aufgeblasen. So als wäre das voll verdächtig. Ja, dieser komische Volksverräter, wie es ja auch schon über die AfD gesagt wurde. Ne? Der hat doch Dreck abstecken. Guck mal, Seriennummer von Goldbarren. Ne? Bistron, gegen den wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche ermittelt wird, soll die Funde gegenüber der Zeitung bestätigt haben. Demnach sollen die Wertsachen jedoch mehrheitlich seiner Mutter gehören. So, also, ist es ungewöhnlich, dass du Goldbarren hast? Nö. Überhaupt nicht. Alle Leute, die im System nicht vertrauen, kaufen sich Gold. Das ist ganz normal, ja. Ich kenne das aus der Szene. Also viele Leute, die im Staat nicht vertrauen, kaufen sich Gold. Warum auch nicht? Als Wertanlage. Ist ja auch nichts Verbotenes. Und natürlich musst du nachweisen können, dass es echtes Gold ist. Dann kriegst du normalerweise eine schöne Verpackung mit einer Quittung. Und ich gehe davon aus, da wird auch eine Seriennummer dabei sein. Also, das ist wirklich nichts Ungewöhnliches, ehrlich gesagt. Bargeld in Umschlägen. Hätte es bei mir auch finden können, ja. Wenn ich teilweise für die Steuer was zurücklege oder so, habe ich das teilweise in Umschläge gepackt, damit ich die Übersicht behalte. Also Bargeld in Umschlägen finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Weil irgendwie musst du ja, ne, wenn du was sparst oder was zurücklegst, musst du ja irgendwo das sortieren, oder nicht? So. Also macht ja Sinn, sage ich mal, ne? Also von daher, und Kontoauszüge aus Tschechien und Liechtenstein, ja, nochmal. Peter Bistron, ja. Also, Kontoauszüge aus Tschechien ist jetzt nicht so ganz komisch, ne, irgendwie. Und Liechtenstein, gut, das muss er erklären, aber auch das, es ist ja nun so, ja, meine Frau hat auch ein Konto in Schweden, ja. Deshalb ist er trotzdem nicht verdächtig, auch wenn sie Deutsche ist. Also, nur weil du ein Konto im Ausland hast, man, das kann ja viele Gründe haben, ist das jetzt nicht gerade so, dass das ein Schuldbeweis wäre. Die deutsche Presseagentur hat Bistron bereits am Montagabend schriftlich um eine Stellungnahme gebeten. Diese Anfrage blieb bis zum Dienstagvormittag allerdings unbeantwortet. Bistron steht auf Listenplatz 2 der AfD für die Europawahl. Das soll so ein bisschen mitgeben, finde ich. Verdächtig, ne? Hat sich nicht geäußert, ja, doch Dreck am Stecken. Also das wird alles so unterschwellig hier zwischen den Zeilen transportiert. Das, was nicht zu lesen ist, sozusagen, was aber wie der rosa Elefant im Raum schwebt. Das kann man mir vorwerfen, wenn ich überinterpretiere. Okay, kann man machen. Aber ich sehe es halt so, dass das hier relativ klar den Lesern eine Ecke bringen soll. Ja?
Die Generalstaatsanwaltschaft München, die sich zu dem Weltbericht nicht äußern wollte, ermittelt gegen Bistron, hat deshalb bereits in der vergangenen Woche mehrere Objekte durchsucht, darunter dessen Abgeordnetenbüro. Alles kurz vor der Wahl bei allen Spitzenkandidaten wird auf einmal der Staat aktiv. Wie komisch, ja? Und ich sage nochmal, bei Bistron wurde durchsucht und eine Stunde vorher stand das ZDF-Kamerateam da. Also, das müsste man mir dann schon erklären können, wie das sein kann, dass sie zufällig eine Stunde vor dieser geheimen Operation, also Durchsuchung bei ihm vor Ort waren. Wenn denen das nicht jemand gesteckt hat und wenn nicht das eigentliche, worum es da geht, nicht die Strafverfolgung ist, sondern wieder einen Medienskandal zu machen, um die AfD zu schwächen. Und genau das vermute ich. Die gleiche Suppe bei Kra hatten wir auch drüber gesprochen, hab ich auch Videos zu gemacht, ja. Und jetzt das Neueste bei Kra auch wieder, ja, das wie heißt das, Rassemblement National oder wie auch immer man das spricht, keine Ahnung. In Frankreich will jetzt quasi mit der AfD nicht mehr zusammenarbeiten, weil der Kra so unmöglich gesagt hat, nicht jeder SS-Mann wäre automatisch ein Verbrecher und hat als Beispiel den Günter Grass genommen, hat gesagt, der ist ja jetzt nur, weil er in der SS war, nicht automatisch ein Schwerverbrecher. Und das war wohl zu viel, so kolportiert es die Presse, aber ich muss halt sagen, ganz ehrlich, ich kann nichts Falsches daran entdecken. Kra zeigt damit differenziertes Denken und hat im Prinzip gesagt, man muss jeden Einzelnen bewerten, jeden einzelnen Fall und die Schuld sozusagen individuell sehen. Und dann hat der Mann recht, ja. Und wenn das irgendwie nicht geht in der großen Politik und die Leute zum differenzierten Denken nicht fähig sind oder nicht willens, weil sie vielleicht irgendeine politische Agenda haben und vielleicht ganz besonders mainstreamig sein wollen, um den großen Wurf in Frankreich zu machen, ja. Dann ist das Politik, aber nicht ernst zu nehmen. Das mal so als Sidekick hier. So. Okay. Bistron Gold gehört meiner Mutter. So. Das kommen wir mal zu seiner Erklärung. Eine tschechische Zeitung hatte berichtet, Bistron habe möglicherweise Geld von der pro-russischen Internetplattform Voice of Europe entgegengenommen. Der Abgeordnete des Bundestagswahlkreises München-Nord bestreitet dies allerdings. So. Hier wird immer so gesagt, das ist ein pro-russisches Internet, eine Internetplattform Voice of Europe, mit dem Geld gegeben für Interviews. So, das, so weit ist, glaube ich, in der Presse. So, dass du dich für ein Interview bezahlen lässt, ist übrigens völlig normal, ne? Das ist irgendwie auch nicht bestechlich oder komisch. Man wird für Interviews bezahlt. Das gibt's durchaus, ja? Das ist nicht automatisch eine Bestechung. Und nur weil es vielleicht für ein pro-russisches Portal war, heißt das auch nicht, dass es irgendwie böse ist. Ja, aber es ist ja so geframed, alles, was irgendwie für Russland ist, ist ja böse. Warum soll ich nicht einem fremden Portal, das eine andere Sichtweise hat, wenn ich vielleicht mich auch um eine Friedenslösung per Vertrag oder per Verhandlung bemühe, warum soll ich denen nicht ein Interview geben? Das muss jetzt nicht zwingend irgendwie böse oder schlecht sein oder irgendwas mit Bestechlichkeit zu tun haben. Und Entschuldigung mal, aber könnt ihr bitte mal auf unsere Politiker gucken, wie die alle geschmiert werden vom Nordatlantikpakt etc.? Das ist ja Messen mit zweierlei Maß, ja? Also bei den anderen, die werden geschmiert ohne Ende. Da, ne? Dann geschmiert ist vielleicht ein sehr böses Wort. Die kriegen auch Zahlungen. Eine ganze Menge. Bloß, da der Russe ja der Böse ist, sind pro-russische Zahlungen natürlich böse. Aber so alles, was mit NATO und so zu tun hat, geht halt in Ordnung. Das ist natürlich zweierlei Maß, mit dem gemessen wird und komplett lächerlich. Ich sag's nochmal, ich kann trotzdem nicht beurteilen, ob der Mann Dreck am Stecker hat und schuldig ist. Ja, kann ich nicht beurteilen. Aber so wie es hier in der Presse aufgebaut ist, ist das ganz schwammig und dünn und nicht differenziert. Bei einer Durchsuchung von Bistrons Wohnhaus im Berliner Ortsteil Wannsee wurden laut Welt unter anderem Seriennummer von Goldbarren mit einem Gewicht von 500 Gramm und 1 Kilo entdeckt. Wie gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches, ne? Die Unterlagen zum physischen Gold sowie den Konten meiner Mutter verwahre ich, weil ich vom Gericht zu ihrem Vormund bestellt bin, sagte Bistron der Welt. Meine Mutter war lange Jahre Inhaberin einer Zahnklinik in der Schweiz, hat alles legal erworben und ich bewahre die Nachweise auf. Dazu gehören auch die alten Auszüge von dem liechtensteinischen Konto, obwohl dieses schon länger aufgelöst ist. So. Wisst ihr, wie die Argumentation und die Begründung für mich klingt? Die klingt für mich erstmal verdammt glaubhaft. Also, da würde ich jetzt erstmal bei so einer Erklärung prinzipiell nicht dran zweifeln. Ja, also vielleicht könnte man sagen, bin ich ein bisschen naiv oder so. Okay, aber es klingt ja erstmal wie eine logische Antwort und eine gute Erklärung, meiner Ansicht nach.
Lediglich das Konto in Tschechien, zu dem ebenfalls Auszüge gefunden wurden, ordnet Bistro sich selber zu. Die Kontobewegungen auf meinem tschechischen Konto sind doch alle völlig transparent, denn sie betreffen Mieteinnahmen und Ausgaben von Immobilien in Tschechien, die mir und meiner Frau seit über 20 Jahren gehören. Ja, es, wie gesagt, es ist nicht verdächtig, ein tschechisches Konto zu haben. Echt nicht. So. Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz was nachgucken. Kleiner Moment. Geht gleich los. Ich muss ganz kurz was nachgucken. Warte mal, ich will jetzt ganz kurz euch noch was zeigen. So. Geht gleich los. Da, Petr Bistron. So, Petr Bistron, da haben wir ihn. Ich wollte noch mal zu einer Sache gehen. Und zwar haben wir über ihn einen Wikipedia-Artikel. Hier. So. Hier ist noch mal Petr Bistron. Und jetzt bitte, das wollte ich euch einfach mal zeigen, hier. Er hat einen Migrationshintergrund. Ja? Das heißt, es ist jetzt nicht so irgendwie irre ungewöhnlich, dass der Mann im Ausland vielleicht mal Konten hat. Ja? Das wollte ich einfach nochmal zeigen. Von daher, ne, ist das mit den Konten auch so eine Sache, dass ihm da vorgehalten wird. Finde ich relativ leicht erklärbar, sage ich mal. Von daher sind das hier meiner Ansicht nach aufgebauschte Sachen, die für den unbedarften Leser meiner Ansicht nach mit der Schlagzeile so ein bisschen die Schuldvermutung rüberbringen sollen. Ja? Und da muss man halt eben mal ein bisschen differenziert reingucken und gucken, was dabei rauskommt. Und muss eben gucken, ist es vielleicht nur eine Medienkampagne? Denn wie gesagt, wo sind die Beweise? Warum haben wir immer noch keine Beweise gesehen? Die Zeitung hat ja geschrieben, der Geheimdienst hätte was. Warum ist das nicht freigegeben worden? Warum ist das nicht in der Öffentlichkeit? Warum, ne? Wo sind die Beweise? Aber dieser schwammige, also diese schwammige Anklage, die einfach durch einen Artikel einer Zeitung sozusagen ins Rollen gekommen ist, die reicht schon wieder für eine Hausdurchsuchung, mal wieder bei ihm. Finde ich jetzt nicht auch seltsam, dass so viele Hausdurchsuchungen in den letzten Jahren sind? Ich würde sagen, das ist ein repressiver Staat, wenn ständig von irgendwelchen Leuten, die dem Staat Kritik entgegenbringen, die Wohnung durchsucht werden. Und das haben wir in der Corona-Krise ständig gehabt, dass Leute irgendwelche Hausdurchsuchungen gehabt haben. Ich kenne selber Leute, die waren lediglich auf Corona-Demos. Und die hatten zwei Hausdurchsuchungen. Ja? Also, das ist nicht so selten, wie ihr vielleicht denkt da draußen, sondern das wurde ganz häufig gemacht. Bei allen möglichen Leuten sind einfach wegen der simpelsten Geschichten unter den fadenscheinigsten Vorwänden sind die Wohnungen durchsucht worden. Und bei Petr Bistron ist es auch nicht das erste Mal. Und für mich stinkt das danach, dass man sämtliche Kritik oder sämtliche kritische Bewegung als auch die Opposition bekämpfen will, indem man den Verfassungsschutz und Polizei als Werkzeuge zur Oppositionsbekämpfung benutzt. So fühlt sich das für mich an. Ja, ich weiß, die Leute in der großen Blase sagen, ich bin voll der Schwurbler, totaler Schwachsinn. Das würde der Staat doch nie tun, der will ja nur unser Bestes, ich weiß, ja. Aber von daher, ich wüsste nicht, dass hier bis jetzt irgendwelche harten Beweise vorliegen. Wenn ich mich irren sollte und es gibt harte Beweise und ich es nicht gesehen habe, bitte schreibt es in die Kommentare, aber soweit ich weiß, gibt es keine harten Beweise im Augenblick. Und das ist alles Baba. Und jetzt nochmal, auch Kontodaten entdeckt. Als wäre das was Schlimmes, ja? Unterlagen zu Gold gefunden. Ja und? In China fällt unser Kreis um. So. Aber so wie es rübergebracht wird, soll der Unbedarfte denken, ah, der Mann ist doch verdächtig. Die sind doch alle geschmiert und so. Ja, erstmal zwischen den Zeilen zu lesende Behauptung. Und da muss ich dazu sagen, man müsste mal gucken, wie sehr geschmiert wird in der Politik, die gerade dran ist. Ich sage nur Abu Ghraib-Clan, ja. Also von daher, wenn einer jetzt hier kommt und sagt, guck mal, dann würde ich doch mal bei der aktuellen Politik ein bisschen genauer gucken, denn da haben wir Skandal um Skandal, ja. Ich sage nur Pharma-Lobby und Co. Also von daher viel heiße Luft meiner Ansicht nach, aber es verfehlt möglicherweise nicht die Wirkung für den Unbedarften. Und deshalb mache ich auch diese Videos, damit ihr vielleicht den Unbedarften auch mal, wenn die euch andiskutieren, hier, die haben Kontodaten bei mir entdeckt, dass ihr immer sagen könnt, ja und?
und mal gegenargumentieren könnt und den Leuten noch mal zeigen könnt, lasst dich nicht so blenden von der Politik und von der Medienlandschaft. Lasst dich nicht so blenden. Denk mal in Ruhe drüber nach. Und wenn wir das vielleicht bei einigen Leuten schaffen, vielleicht ändert sich dann ja doch noch was. Ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, das war's von mir heute. Teilt bitte das Video, lasst mir ein Abo da und auf bald.